heute bei Princess for One Day. Das heißt, ganz viele Frauen werden heute für einen Tag zur Prinzessin geschminkt von Make-up-Artisten hier im Trip Hotel in der Faresbeck. Also die Herausforderung ist, wenn wir wirklich ausgebucht sind, wir haben 25 Frauen pro Runde. Heißt ungefähr, wenn wir 5 Runden haben, ich schminke 12 bis 13 Frauen am Tag. Und die Herausforderung ist wirklich, sich immer wieder aufs Neue in kürzester Zeit auf andere Verhältnisse einzustellen, andere Gesichter, andere Frauen und natürlich jede Frau gleich glücklich zu machen und alle Wünsche zu erfüllen, soweit es eben geht, dass jede Frau wirklich mit unserem Motto hier rausgeht und mit dem strahlenden, lachenden Porträt hier das Haus verlässt und einfach sich wohlfühlt in der eigenen Haut. Jede Frau hat was Besonderes, was man betonen kann, sei es bei der einen die Lippen, die Augen sind wunderschön, sie haben eine schöne Form, eine schöne Farbe oder man hat schöne betonte Augenbrauen. Normale Stylingzeit ist 30 Minuten. Wir arbeiten mit High-End-Produkten und auch normalen Produkten aus der Drogerie, einfach um so ein bisschen zu zeigen, was geht in einer halben Stunde. Wir haben so ein paar Frauen interviewt, wie lange braucht ihr morgens im Bad für eure Haare, für euer Make-up und im Durchschnitt ist eben so eine halbe Stunde rausgekommen. Frage hat jede Frau was Besonderes und unser Credo ist, dass wir das besonders Schöne aus ihr rauskitzeln. Also, dass wir nicht versuchen, irgendwelche Sachen zu verstecken, sondern dass wir die Betonung auf die tollen Augen legen, dass wir versuchen, ihr strahlendes Lächeln rauszuarbeiten. Das machen wir bei Princess for One Day. Für mich ist mein Job, ich mache das halt jeden Tag. Für mich ist es, mir ist es vollkommen wurscht, ob ich da Madonna fotografiere oder die Damen bei Princess for One Day fotografiere. Ich fotografiere Menschen, nehme sie als solches an und ich denke, das mache ich besonders gut. Und die Lächeln.